Rettungsboot an Unbekannt. Hören Sie mich. Rettungsboot an Unbekannt. Bitte komm. Rettungsboot an Unbekannt. Aber wer würde denn so etwas tun? Welches Monster löscht einfach so 20.000 Menschen aus? Für nichts und wieder nichts. 20.000 Menschen. Man muss sich das einmal vorstellen. 20.000 Schicksale. Das Stadttheater startet bunt und abwechslungsreich ins Jahr 2015. Gleich 4 Stücke werden im Zeitraum März bis Juni zur Aufführung gebracht. Den Anfang macht eine spannende Psychodrama-Uraufführung von Klaus Reitberger, Rettungsboot an Unbekannt. Nach einem tragischen Schiffsunglück befinden sich 3 Überlebende an Bord eines kleinen Rettungsbootes. Es bleibt nicht viel Zeit. Der Proviant geht zur Neige. Ein Funkspruch hinaus ins Unbekannte. Die letzte Hoffnung der Schiffbrüchigen bleibt jeden Tag aufs Neue ohne Antwort. Was ist, wenn schon nach 17 Tagen jemand kommt? Was dann? Dann wäre einer von uns umsonst gestorben? Ist Ihnen das klar? Und was, wenn erst nach 19 Tagen jemand kommt? Dann sind wir alle 3 tot. Das muss aber nicht sein. 2 können es schaffen. Oder zumindest einer von uns. Misstrauen macht sich breit. Zu zweit könnte man viel länger überleben. Was, wenn 2 sich gegen einen verbünden? Doch es gibt noch ganz andere Fragen. War das Schiffsunglück wirklich nur ein Unfall? Oder war es ein Anschlag? Ist einer der 3 Überlebenden gar selbst der Attentäter? Die 3 im Boot werden verkörpert von Albin Winkler, Maria Keindl und Klaus Reitberger. Wo sind Sie? Was zum Teufel wollen Sie von mir? Ich frage Sie zum letzten Mal, wo sind Sie? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Ja. Nein! Nicht? Nein! Und Sie? Ich habe mir nur genommen, was meines. Was? Ich vertraue Ihnen nicht. Kein bisschen. Das haben Sie sich selbst zuzuschreiben in Ihre Geheimniskrämerei. Glauben Sie, ich lasse Sie hier weiterhin Herrn über Leben und Tod spielen? 42 Pillen waren noch drin. Das sind 14 für jeden von uns. Ich habe mir nur genommen, was mir gehört. Ach, und da sehen Sie einfach seelenruhig zu, wie er auf mich losgeht? Er hätte mich beinahe erwürgt. Schade. Wenn er es getan hätte, wären noch mehr Pillen für mich geblieben. Man muss die Pillen jetzt mit offenen Augen schlucken. Nicht, dass man aus Versehen die Rote erwischt. Sie beide würden sich sicher freuen, wenn mir das passieren würde. Gute Nacht. Gute Nacht. Worauf warten Sie denn noch? Wir schlucken alle gleichzeitig. Nicht, dass jemand länger wach bleibt und mir im Schlaf eine rote Pille in den Mund steckt. Jetzt gehen Sie aber zu weit. So etwas würde ich niemals tun. Und falls er da es versuchen würde, wüsste ich es zu verhindern. Aber die einzige Person hier, der ich so etwas wirklich zutrauen würde, das sind Sie. Ein packendes Theaterstück, welches bis zum Schluss für Anspannung sorgt.